Die Ernährung ist ein zentrales Element des gesunden Lebens, auf das wir heute ein besonderes Augenmerk legen werden. Im Fokus stehen 8 erstaunliche Lebensmittel, die besonders gut für den Magen sind. Die Bedeutung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung kann nicht genug betont werden, vor allem wenn es um die Verdauung und die Gesundheit des Magens geht. Also, ohne weiteres, lass uns in dieses interessante Thema eintauchen und herausfinden, welche Nahrungsmittel einen Unterschied machen können. Hier sind 8 Lebensmittel, die gut für deinen Magen sind. Nummer 1. Ingwer. Beginnen wir mit einem Klassiker in der Liste der magenfreundlichen Lebensmittel, Ingwer. Ingwer hat in der traditionellen Medizin eine lange Geschichte als Mittel zur Behandlung verschiedener Magenprobleme. Ob Übelkeit, Dyspepsie oder Gastritis, Ingwer hat bewiesene Eigenschaften, die diese Beschwerden lindern können. Aber wie wirkt Ingwer genau? Die Antwort liegt in den sogenannten Gingerolen und Shogaolen, bioaktiven Verbindungen in Ingwer, die entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften aufweisen. Eine Tasse Ingwertee oder ein Stück frischer Ingwer in der täglichen Ernährung kann also einen langen Weg zur Förderung der Magengesundheit gehen. Nummer 2. Bananen. Bananen sind eine großartige Quelle für Ballaststoffe und natürliches Fruchtzucker, was sie zu einem perfekten Snack macht. Darüber hinaus enthält eine mittelgroße Banane etwa 12% der täglich empfohlenen Menge an Kalium, einem Mineral, das zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks und einer guten Herzgesundheit beiträgt. Zudem können Bananen helfen, den Magen zu beruhigen und können bei Verdauungsproblemen wie Gastritis und Sodbrennen Linderung verschaffen. Nummer 3. Haferflocken. Haferflocken sind ein Vollkornprodukt, das reich an Ballaststoffen, insbesondere an löslichen Ballaststoffen ist. Sie enthalten auch ein spezielles Typ von Ballaststoffen, genannt Beta-Glucane, die sich im Darm zu einer gelartigen Substanz umwandeln. Dieses Gel kann helfen, den Cholesterinspiegel zu senken, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Verdauung zu unterstützen. Außerdem enthalten Haferflocken Magnesium, das zur normalen Funktion der Muskeln, einschließlich der Darmmuskulatur, beiträgt. Nummer 4. Joghurt. Joghurt ist ein weiteres Lebensmittel, das eine positive Wirkung auf die Magengesundheit hat. Insbesondere probiotischer Joghurt, der lebende Bakterienkulturen enthält, kann dabei helfen, das Gleichgewicht der Darmflora aufrechtzuerhalten. Diese hilfreichen Bakterien, auch als Probiotika bekannt, unterstützen nicht nur die Verdauung, sondern können auch bei der Behandlung von bestimmten Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Verstopfung und Durchfall helfen. Nummer 5. Fenchel. Fenchel ist ein weiteres Lebensmittel, das oft zur Unterstützung der Verdauung empfohlen wird. Ob in Form von Samen, Tee oder als frisches Gemüse. Fenchel kann dabei helfen, die Symptome von Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen, Krämpfen und Sodbrennen zu lindern. Dies ist auf seine karminativen Eigenschaften zurückzuführen, die helfen, die Gasbildung im Verdauungstrakt zu reduzieren. Nummer 6. Süßkartoffeln. Süßkartoffeln sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an Nährstoffen. Sie enthalten eine hohe Menge an Ballaststoffen und sind eine ausgezeichnete Quelle für Beta-Carotin, ein Antioxidans, das in Vitamin A umgewandelt wird. Sie enthalten auch andere wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin C, Kalium und Mangan. Diese Nährstoffe, zusammen mit ihren antioxidativen Eigenschaften, können dazu beitragen, das Verdauungssystem gesund zu halten und die Regeneration von Magengewebe zu unterstützen. Nummer 7. Papaya. Papaya, eine tropische Frucht, hat eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, darunter die Unterstützung der Verdauung. Papaya enthält ein Enzym namens Papain, das bei der Eiweißverdauung hilft. Außerdem ist Papaya reich an Vitamin C, Beta-Carotin und anderen Antioxidantien, die zum Schutz der Magenschleimhaut beitragen können. Nummer 8. Mandeln. Mandeln sind eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe und gesunde Fette und können dazu beitragen, das Verdauungssystem gesund zu halten. Sie enthalten auch Magnesium, das zur normalen Funktion der Muskeln und Nerven beiträgt, sowie Vitamin E, ein starkes Antioxidans. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine ausgewogene Ernährung, die diese 8 Lebensmittel enthält, dazu beitragen kann, einen gesunden Magen zu erhalten und die Verdauung zu unterstützen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass jeder Mensch einzigartig ist
und die individuelle Verträglichkeit dieser Lebensmittel variieren kann. Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung, die auf den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben basiert, ist der Schlüssel zu einem gesunden Verdauungssystem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich sind und zur Verbesserung der Magengesundheit beitragen können. Wenn dieses Video hilfreich war, teile es bitte mit Freunden und Familie und hinterlasse einen Kommentar mit Erfahrungen oder Fragen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.